Jo, es ist Sonntag. Ich war gestern noch die ganze Zeit unterwegs im Nationalpark. Heute bin ich zu einer Baptism eingeladen, einer Taufe von meiner letzten Au-pair-Familie oder Halbwegs-Familie. Und die Kinder, die wollen unbedingt, dass ich mit dabei bin. Das heißt, dass ich jetzt mal aufstehen sollte und dann geht's auch langsam los. Und ich werde die ganze Geschichte dort aufnehmen. Ein bisschen rumspielen mit der Kamera und hier und da ein bisschen filmen. Und danach geht's dann an den Strand, Lunch, bisschen was schnabulieren. Ich bin gespannt, wie das alles ablaufen wird. Ich war noch nie bei so einer Taufefeier. Hoffentlich kommt nichts Unerwartetes. Eine Taufe, eine christliche. Es wird das erste Mal für mich sein. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich werde dort ein paar Aufnahmen machen heute. Und ich werde jetzt erstmal zu meiner letzten Host-Family gehen. Mal sehen, was dort so geht, weil ich habe nämlich nur solche Klamotten. Das sind nur kurze Sachen. Ich habe nur eine lange Hose mitgenommen. Und ansonsten habe ich nur solche Shirts. Also nicht mal ein richtiges ordentliches T-Shirt. Ich werde aber dann irgendwie versuchen, irgendwie ein Hemd oder sowas vom Papa von der Hostfamilie mir zu nehmen. Der ist zwar viel größer als ich, aber mal gucken. Irgendwie kriegen wir schon hin. Ich stehe zwar nicht irgendwie auf so eine Norm, dass man sich an sowas hält, wie man sich anziehen soll und so. Aber werden das heute einfach mal machen. Ist ja ein großer Tag für die Kiddies. Ich bin echt aufgeregt, obwohl man sich schon kennt. Hallo. Hi, hi. Hi. Hey. Hallo, welcome. So, ich muss mich jetzt ganz schnell fertig. Ja, mach. Sie sagt, der Hendrik ist da. Hendrik ist da. So, Jamie. Hi. Jamie, kommst du bitte mit hoch umziehen? Nimm's einfach mit. Hier geht's ab. Sind die alle oben? Ja. Hallöchen. Ja, ein Herzchen. Wir sind hier jetzt. Ist das okay? Das sieht aus wie der alte Anzug von Bruce Lee. Ja, ich dachte das, aber die Hose wird nicht klappen, ne? Wir haben keine. Wir können hier nicht. Ich habe nur so eine. Hast du eine Hose mit, eine schwarze? Nee, schwarz habe ich nicht mit. Was denn? Ich habe nur so eine lange Korthose, also so grau, nicht grau, so beige an, oder so. Vielleicht haben wir ein anderes ja dabei. Das ist so eine Mischung aus cool und Anzug, schlicht. Na, ist gut. Wie lange bist du jetzt hier? 2 Tage? 3? Oder eine schon länger? Woche, ja. Eine ich Woche? Heute. Hier. Ja. Zieh aus im Bad. Darf nicht fehlen? Ein paar kleine Accessoires, ein paar kleine Equipments, die ich eventuell brauchen könnte. Und mir fällt gerade ein, ich habe meine Zeitrafferuhr vergessen. Das ist echt doof, das irgendwas anzuziehen. Schau mal hier, guck doch mal hier selbst. Das hier ist noch ein T-Shirt. Das Hemd ist schon besser. Naja, ich dachte eigentlich nur ein schlichtes weißes Hemd oder sowas. Hallöchen! Ist das ein Video? Ja. Weil ich mache aus, okay? So. Aber wenn ich jetzt zu viel schwitze, dann sieht man es bestimmt durch die Hose. Hey, Hanni, in dem Moment, wenn wir fertig sind, gehen wir sowieso und gehen, ziehen uns in Kugel. Hast du ein Badeanzug mit? Hab ich. Ich liebe diesen Kleid so schön. Ich liebe auch dieses Kleid. Es tut es weh. Nein, komm mal. Bist du schon aufgeregt? Ja.
Okay, ich switch jetzt auf meinen Gümpel. Und dann geht die Party los. Ich habe hier schwarze Socken. Ach so, mein Gewicht wieder dran, weil ich auf jeden Fall wieder meine Oloclip dran machen werde, damit das Bild weiter ist und man mehr sehen kann. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wir gehen mal rein, damit wir guten Platz erstmal kriegen, okay? Müssen wir noch mehrere kaufen? Ja, gut. Ja. Ja, Nalini, Jamie. Ja, ich glaube, ich habe kurz hier. Warum? Weil ich doch mal es scheint wirklich eine sehr, sehr große Ehre zu sein, dass ich als Außenstehender eingeladen wurde. Bin schon ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Und ich habe seit langem auch mal wieder ein Hemd an mit langer Hose. Ich fühle mich sehr erwachsen. Das gefällt mir gar nicht. Ich wurde auch gleich ganz anders angenommen und angeguckt von den Leuten. Das ist die Psyche der Menschen, ne? Wie geht's dir? Aufgeregt? Ja. Hi. Jamie? Jamie? Hey, bist du schon aufgeregt? Ja. Excited? Ja? Yeah? What name have you given your child? Jamie Alex. Right. What have you got in your ear? Lots of nuts, Joe. So I have six questions for the parents and godparents. So as to live in the freedom of God's children. Do you reject the glamour of evil and refuse to be mastered by sin? Do you reject Satan, father of sin, and
bring some darkness. Now our profession of faith. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus, our Lord. Amen. Jamie, Nalini, is it your will that these children should be baptized in the faith of the Church, which we have all professed with you? Yes? Excellent. Nalini, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. If Mummy can just wipe the water off your head. Excellent. And it's your turn. That's right. And it's Jamie. It's my brother-in-law's name. Jamie, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Is it cold, is it? It's not cold. No, no, put your head down so it doesn't run down your back. It's a bit here. Okay. Das war ja mal was. Also ich war echt noch nie bei sowas dabei und soweit ich weiß, bin ich auch Atheist. Also nichts mit Kirche und sowas am Hut. Der Ablauf ist nicht einfach so, dass dort das Wasser über den Kopf gestürmt wird so, oder man eingetaucht wird und das war's dann. Dann kommt der Priester, der Papst ist ja eigentlich der ganz große, ne? Also, zu jedem Kind einzeln, macht mit Weihwasser einmal hier auf der Stirn, dann irgendwie einmal durch die Haare und einmal zwischen Schlüsselbein und Brust, so. Das war's wieder von mir. Mal ein etwas anderes Vlog-Video. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit einem neuen Action-Video. Haut rein. Das war's. Aber noch nicht ganz. Jetzt gibt's noch ein Taufeessen. Die Ängsten sind eingeladen und also zumindest die halt hier in der Nähe wohnen. Die Mutter wollte
also die Oma von den Kindern, die wollte eigentlich von Deutschland noch hierher kommen, nur wegen diesem Anlass. Aber das hat dann halt alles nicht so ganz hingehauen. Und ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, dass ich als einer, der hier einen Monat war, eingeladen wurde zu sowas. Also das, glaube ich, ist schon eine ziemlich große Ehre. Okay, heute ein kleines Tutorial, wie man Scampis richtig auseinander nimmt. Und zwar, erstens, man gucke sich den Gegenstand genau an, ob er noch lebt oder nicht. Bricht den Schwanz ab, diese kleinen Füßchen, die kann man eigentlich mitessen, jeder wie er halt möchte. Das hier, das ist die Schale, und man bricht die hier unten, ja, am Bauch, bricht man die so weg. Und wenn man unten am Bauch so ein bisschen abbricht, dann gehen die Füße automatisch auch mit. Und den Kopf komplett. Das Grüne, das hier rauskommt, das gehört nicht mit dazu. Das kannst du ruhig ausquetschen. Das ist eklig. Das ist nicht eklig, das ist nur die Gehirnmasse. Tada! Richtig, und also ist sehr gut. Nicht viel dran, aber... Die sehen immer sehr groß aus, aber letztendlich ist das dann doch nur das bisschen. Also das heißt das bisschen, das geht eigentlich. Ist eigentlich ein minimaler Unterschied zwischen den Kleinen und den Großen. Die Kleinen sind ein bisschen süßer. Fisch. Das hat so eine kleine Mischung aus süß und salzig. Ja, also ich finde so der Nachgeschmack ist süß gewesen bei mir jetzt jedenfalls. Yummy, yummy, yummy. Ich habe tatsächlich mal... eine ganze Zeit lang ein ganzes Kilo immer gekauft beim Asiaten. In so einem Underground-Schuppen. Und 10 Euro hat es gekostet. Das war sehr gut eigentlich. Nee, in Deutschland. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war der kleine Lifehack für heute. Ciao.